Herzlichen guten Abend aus Holzheim. Die Kirchturmuhr hier schlägt 20 Uhr. Beste Sendezeit. Wir verzichten heute Abend alle auf die Tagesschau und widmen uns dem Webinar zur 80. Bundesversammlung mit der AG Strukturwandel und der Bundesleitung. Mein Name ist Dominik. Ich würde durch den Abend durchmoderieren. Und wir beginnen damit, dass wir eine kleine Vorstellung machen. Genau. Wir würden hier erstmal eine kleine Vorstellungsrunde machen. Nochmal eingangs der Hinweis, wir werden dieses Webinar aufzeichnen, damit auch andere Menschen dann in den Genuss kommen können. Sollten Sie heute Abend keine Zeit haben. Nach der kurzen Vorstellung werden wir auch noch eine technische Einführung haben, die wird der Daniel für uns machen. Und dann gibt es eine weitere Einführung in den Strukturwandelprozess, der schon etwas andauert. Und dann steigen wir in Media Res in die Themen hinein und gucken, dass wir da alle möglichst gut mitnehmen können. Genau, die Vorstellung der AG Strukturwandel. Genau. Wir fangen an mit der Annie. Hallo, ich bin die Annie. Ich bin in der AG Strukturwandel und Mitglied in BAC der Jungfernstufe. Ich bin der Jörn, bin Nachwuchsvorsitzender in Essen und auch Mitglied in der AG Strukturwandel. Hallo, ich bin der Daniel und auch in der AG Strukturwandel. Ja, hallo, ich bin der Jörg, ich bin bei der AG Satzungsfragen und auch in der AG Strukturwandel. Mein Name ist Kerstin, ich bin Bundesvorsitzende und auch in der AG Strukturwandel. Hallo, ich bin der Martin, ich bin auch in der AG Strukturwandel und Delegierte für die Stufen in der Bundesversammlung, für die Jupfis natürlich. Blau. Und ich bin der Volker, Referent der Bundesleitung und geleite die AG Struktur. So, wir haben festgestellt, eine Gemeinsamkeit haben Sie alle, Sie sind alle in der AG Strukturwandel. Wir würden jetzt dazu übergehen, dass der Daniel einmal kurz das technisch fancy.
Hallo, ich bin der Daniel und ich bin auch in der Strukturwandel. Ja, Dominik. Also, wir haben hier verschiedene Bereiche. Zum einen seht ihr hier auf der oben links immer die aktuelle. Okay. Ah ja, ich höre mich selber nicht, deswegen. Zum einen seht ihr hier oben links immer die aktuellen Folien, wo wir so euch ein bisschen durch den Abend begleiten, oben rechts. Ja, der Strukturwandelprozess ist ein Prozess, den ihr uns schon länger begleitet. Das Ganze hat begonnen im Rahmen von DPSG im Wandel auf der Bundesversammlung 2012. Könnt ihr Rückmeldungen, da haben wir unter dem Zukunftsmotiv Bau mit an unserer Satzung gesagt, wir wollen auf unsere Satzung schauen und uns sowohl Flexibilisierung als auch Dinge uns anschauen, die vielleicht auch Ehrenamt hindern. Wo können wir unsere Fachsatzung flexibilisieren und wo können wir besser auf die Realitäten in den Stämmen, Bezirken und Diözesen eingehen. Die AG wurde einberufen und Ziel war eben, die überarbeitende Satzung eben auf Partizipation und auf die Flexibilisierung unserer Strukturen. Die AG hat dazu ein Jahr gearbeitet und hat dann auf der Bundesversammlung 2013 die Satzungsprinzipien, die also unserer Satzung zugrunde liegen, vorgestellt. Und die haben wir diskutiert auf der Bundesversammlung und wir haben einen Beschluss gefasst, dass wir uns auch besonders nochmal neue Beteiligungsformen ansehen und anschauen. Danach ist die erste Online-Phase des Strukturwandels gestartet. Wir haben nämlich unter DPSG Wildpart EU eingeladen, zu diskutieren, welche Themen quasi, wo wir genau hingucken sollen, welche Themen sollen wir uns genauer anschauen, wo braucht es eine Flexibilisierung, wo braucht es vielleicht auch andere Strukturen oder andere Regelungen in unserer Satzung. Da haben sehr viele Leute mitdiskutiert und wir haben danach eben die zentralen Themen definiert oder uns rausgefiltert und haben die dann eben weiter bearbeitet. Das ist so weit gegangen, dass wir auf der Bundesversammlung 2014 diese Themen vorgestellt haben. Und zu den drei zentralen Themen, die am meisten diskutiert wurden und am positivsten diskutiert wurden, haben wir auch drei Anträge beschlossen, die wir, wir haben drei Anträge gestellt, die auf der Bundesversammlung auch beraten wurden, unter anderem die Frage der Parität und des Stimmrechts. Und wir haben einen Schluss gefasst zur Parität, nämlich dass die Bundesversammlung gesagt hat, wir brauchen da nochmal mehr Fakten rund um die Parität und hat die AG Strukturwandel beauftragt, eine Umfrage zu machen über Vakanzen in den Bezirks- und Diözesen. Wir haben unsere Themen priorisiert und an neuen Themen weitergearbeitet. Und haben dann eben die Umfrage gemacht im Oktober 2014. Da müsstet ihr, diejenigen von euch, die Diözesanvorstände sind, auch eine Info von uns bekommen haben, haben nach vakanten Ämtern und möglichen Gründen dafür gefragt und haben dann Lösungsvorschläge uns überlegt und erarbeitet, sowohl für die Parität als auch für die anderen Themen. Und sind dann im November in die zweite Online-Phase eingestiegen, nämlich wieder unter DPSG Wildpart EU gab es die Möglichkeit, konkrete Satzungsänderungsvorschläge von uns sich anzuschauen, zu diskutieren, weiterzuentwickeln und vor allem zu diskutieren. Da fehlt
So, genau, da waren wir gerade in der Folie falsch. Genau, das haben wir natürlich auch ausgewertet. Die Wahlpartei-Diskussion hat im Januar geendet, Anfang Februar. Und wir haben uns das angeschaut, haben das ausgewertet und haben dann, wie vorher zugesagt, rausgefiltert, welche der Anträge sind so diskutiert worden und scheinen Möglichkeiten zu sein, sich den Themen anzunähern. Und haben dann eben daraus Anträge entwickelt, haben überlegt, welche der Varianten, die wir diskutiert haben bei WIPART, möchten wir denn gerne stellen auf der Bundesversammlung und sind heute bei diesem letzten Punkt hier, Erläuterung der Anträge für die Bundesversammlung im Webinar. Das machen wir sehr bewusst, auch heute, auch relativ früh, auch noch vor dem Antragsschluss, weil wir nicht alle Varianten, die wir bei WIPART diskutiert haben, jetzt hier als Anträge vorlegen. Wir wollen euch heute Abend vorstellen, welche Anträge wir stellen, die Bundesleitung wird sie stellen, die quasi aus dem Prozess herauszustellen. Nicht, weil die Bundesleitung sagt, all diese Anträge müssen unbedingt angenommen werden, sondern weil wir sagen, das sind die zentralen Themen und das scheinen mögliche Varianten zu sein, an denen die Bundesversammlung dann diese Fragen und diese Themen diskutieren kann. Deswegen haben wir einige Varianten ausgewählt, nicht alle. Und da wollen wir euch heute Abend erläutern, welche Varianten das sind. Wir haben es sehr bewusst auch noch deutlich vor dem Antragsschluss gemacht, damit jedes Mitglied der Bundesversammlung für sich entscheiden kann, gegebenenfalls auch noch weitere Anträge zu stellen. Und dann hier eben der Ausblick. Ja, ich bin dabei, genau, und gerade war ja der letzte Punkt von Kerstin noch, dass die Anträge jetzt schon, beziehungsweise das Webinar jetzt schon ist, so weit im Vorfeld vor der Bundesversammlung, dass die Anträge von euch noch bearbeitet werden können, ihr die mögliche Zeit habt, Änderungsanträge zu stellen oder aber auch weitreichende Anträge selber zu formulieren, wenn ihr sagt, die Variante, die da noch bei WIPART diskutiert wurde, die war aber die, die vor allem meine Interessen vertritt und wo ich glaube, dass es gut wäre und da sollte die Bundesversammlung darüber diskutieren. Darum, dass jetzt schon so frühzeitig und genau, da möglichst für euch viel Freiraum zu schaffen. Gut, vielen Dank. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt alle. Eben wurde mir gesagt, dass ich bei der Vorstellung eventuell nicht so gut zu hören war. Ja, sehr schön. Gut, vielleicht könnt ihr gerade auch die Folie noch an die Wand werfen. Sehr schön. Zusammenlegung von Stammesleitung und Leiterrunde. Also, wir haben erkannt, die Stammesleitung und Leiterrunde sind ja bisher zwei verschiedene Gremien, die wir in der Satzung haben. Und in der Realität ist es meistens ja doch so, dass in vielen Stämmen zumindest die Aufgabe von Stammesleitung durch die vollständige Leiterrunde wahrgenommen wird. Und das hat jetzt für uns dazu geführt, dass wir die zwei vorliegenden Anträge stellen wollen zur einmal Zusammenlegung von Stammesleitung und Leiterrunde in ein Gremium, welches wir dann Stammesleiterrunde nennen wollen, in den zwei Varianten A und B. Variante A, da bleibt es bei einem Vertreter pro Stufe mit Stimmrecht in der Stammesleiterrunde und in der Variante B hätten alle Leiterinnen und Leiter Stimmrecht. Die dritte Variante, die mal diskutiert worden war, war der komplette Wegfall der ursprünglichen Leiterrunde und deren gesamten Aufgaben.
Gut, so viel zur Einführung. Der Link ist inzwischen rum. Genau, also der Link ist inzwischen rum, da könnt ihr zumindest auch nochmal parallel zu lesen. Bisher sind auch hier, zumindest bei mir schon, keine Fragen eingegangen. Wir hätten kurz nochmal eingangs, ich würde nochmal sagen, wir nehmen uns pro Thema, es sind 9 Themen, würden wir uns circa 10 Minuten Zeit nehmen, wenn das notwendig ist. Wenn es bisher dazu aktuell keine Fragen gibt. Also ich könnte gerade vielleicht noch kurz was ergänzen, ja. Insofern ja. Man wird vielleicht wir haben viel okay. Wenn es dazu keine Fragen gibt, sondern das erstmal so reicht, auch zur Einführung, würden wir tatsächlich zum nächsten Thema übergehen. Und das heißt Vorstandsteams. Annie, bitte. Genau. Derzeit haben wir ja Vorstandsteams, die aus 3 Personen bestehen, die alle gleiches Stimmrecht haben. Es wird aber schon seit längerem immer wieder diskutiert, ob es nicht Sinn macht, den Vorstand zu erweitern und auch von den Schultern zu verteilen. Und das wurde auch bei Wahlpart wieder sehr stark diskutiert. Und es gab 3 verschiedene Schwerpunkte. Und einen Antrag wird es jetzt bei der Bundesversammlung geben. Und das ist der Antrag, dass Vorstandsteams mit einer flexiblen Vorstandsgröße möglich werden. Das bedeutet, dass künftig bei diesem Antrag es so aussehen wird, dass jede Gruppe für sich selber entscheiden kann, ob sie 3, 4, 5 oder 6 Vorstände haben möchte. Und es ist auch vorgesehen, dass bei dieser Variante alle Vorstände, egal wie viele es dann sind, bei ihrer eigenen Versammlung volles Stimmrecht haben. Also wenn 6 Vorstände in einer Versammlung sind, haben sie bei ihrer eigenen Versammlung auch 6 Stimmen, also jeder eine. Aber bei der nächsthöheren Ebene haben nur noch 3 Vorstände Stimmrecht. Das heißt, die Vorstände müssten dann unter sich im Team entscheiden, wer das Stimmrecht wahrnimmt. Alle anderen Vorstandsmitglieder hätten auf der nächsthöheren Versammlung beratendes Stimmrecht. Bei dieser Variante ist zum einen wichtig zu sagen, dass es hier um die Ebene Stammesebene, Bezirksebene und die Susanebene geht. Genau, das waren so die ganz wichtigen Punkte. Es wurde viel diskutiert darüber, zum Beispiel auch verschiedene Pro und Kontras. Dafür haben einige gesprochen, dass die Arbeitsbelastung so gesenkt werden könnte und die Arbeit auf mehr Schultern verteilt werden könnte. Dagegen haben einige gesprochen, dass Delegationen von verschiedenen Aufgaben ja jetzt schon möglich sind und dass das somit nicht notwendig ist und dass auch durch diese Variante nicht mehr eine gleiche Vorstandsgröße auf allen Ebenen besteht. Genau, Konsequenzen daraus, wenn diese Variante oder dieser Antrag so beschlossen wird, wäre, dass wir Vorstände haben, die auf höheren Versammlungen Stimmrecht haben und manche, die beratendes Stimmrecht haben. Und dass es je nach Bedarf auf unterschiedlichen Ebenen verschiedene Vorstandsgrößen geben kann. Weitere diskutierte Varianten sind die Vergrößerung des Vorstands mit gleichbleibenden 3 Stimmen. Das heißt, dass hier einfach eine feste Größe festgelegt wird, von zum Beispiel 4 Vorständen oder die Variante B,
dass die Vergrößerung des Vorstands stattfindet und alle auf den höheren Ebenen Stimmrecht haben. Nur dazu wird es von der Bundesleitung auf der Bundesversammlung keine Anträge geben. So, jetzt bin ich fertig mit meiner kurzen Einführung und bin gespannt, ob ihr irgendwelche Fragen habt. Gut, vielen Dank, Annie. Wir müssen ja alle erst nochmal warm werden mit diesem Tool auch. Der David aus Limburg hat noch eine Frage eingereicht, die sich auf davor beziehen würde. Ich würde eingang oder kurz nochmal einführend dazu sagen, es besteht heute Abend vor allem die Möglichkeit, dazu Rückfragen zu stellen und nicht das zu diskutieren. Das lässt dieses Tool und auch die viel Anzahl der Personen so nicht zu, sondern wir wollen heute einführen und wie Kerstin auch eingangs und Björn gesagt haben, eben darstellen, was seitens der Bundesleitung auch auf der Versammlung passieren wird. Und wenn es aus euren Reihen Menschen gibt, die gerne noch andere Anträge stellen möchten aus diesem Prozess heraus, dann wisst ihr zumindest, was passiert und habt eure eigenen Rechte auf diese Versammlung. Deswegen, wir würden noch mal kurz zurückkommen zu der Frage von David aus Limburg. Er schreibt, es kann auch immer mal wieder auch nur eine Stimme pro Vorstand zunehmen. Weil die, ja? Kann ich vielleicht was sagen? Ich habe das auch diskutiert, David, viele Stämme abgegeben, die gesamte Versammlung stimmberechtigt sind. Und da war die Frage, ob die Stimmen pro Vorstand auf andere passieren kann. Auch Stimme hat. Das ist zugegebenerweise eine Variante. Für diese Vorstand würde ich auch nicht mehr ganz so. Wenn wir das, was wir einfach wollen, dann ist es dazu kann ich vielleicht was sagen. Wir haben das auch diskutiert. David, ihr habt. Okay. Es wurden jetzt keine weiteren Fragen zu dem Teil eingereicht, die der Jörg vorgestellt hat. Wir würden jetzt wieder zurückkehren zu dem Thema Vorstandsteams, was die Annie vorgestellt hatte. Hier hat der Alex aus Augsburg eine Frage zu zweitens. Die Quote gegenüber anderen Stimmen soll bestehen bleiben. Hier ist es so, dass bisher keine weitere Satzungsänderung vorgesehen ist, also dass erstmal so bestehen bleibt. Hier ist natürlich durch einen Antrag eine weitere Anpassung möglich. Ist aber erstmal nicht so vorgesehen. Gut, dann wäre die eine Frage von Sven. Das Modell sorgt dann aber für ein Ungleichgewicht bei den Abstimmungen zwischen den Leitungen der Bezirks- und Diözesanebene und den übrigen Mitgliedern der jeweiligen Ebene. Und jetzt kann ich leider nicht die ganze Frage sehen. Wie soll das Stimmverhältnis dann angepasst werden? Verlieren dann die Stufenreferenten Stimmrecht? Annie, kannst du dazu was sagen? Ja, das ist ja ähnlich, wie der Alex die Frage gestellt hat. Das ist einfach ein Punkt. Der ist noch nicht zu Ende gedacht, wie das dann aussehen kann, wenn es wirklich der Vorstand größer geworden ist. Da muss man sicherlich noch weiter denken, wie das dann geregelt werden kann, damit dieses Verhältnis gleichbleibend ist. Gut. Muss ich hier gerne noch ergänzen? Soweit erstmal. Momentan keine weiteren Fragen, keine weiteren Anmerkungen, also keine weiteren Fragen. Dann würden wir tatsächlich übergehen zu dem nächsten Thema und widmen uns den Vertretungsmöglichkeiten. Daniel. Nee, den werde auch ich machen. Entschuldigung, also Vertretungsmöglichkeiten übernimmt die Annie. Genau. Vertretungsmöglichkeiten der Vorstände, auch ein
Thema, was immer wieder diskutiert wurde, dass es bisher ja so ist, dass ein Vorstand seine Stimme nur selber wahrnehmen kann auf den verschiedensten Versammlungen. Und das wurde diskutiert, ob man das nicht aufbrechen möchte. Bei der Bundesversammlung werden zwei Anträge vorliegen, und zwar die Variante A, Vorstände benennen Stellvertretung, und die Variante B, Stellvertretung werden durch die Versammlung gewählt. Ganz grundsätzlich ist es bei diesen Anträgen wichtig, klar zu haben, dass es hier nur um Vertretung von besetzten Ämtern geht. Also mit diesem Antrag ist nicht möglich, vakante Ämter zu vertreten. Das ist als Hintergrund einfach ganz wichtig. Genau, grundsätzlich wurde hier einfach viel diskutiert, wie es aussieht, dass Versammlungen sind immer wieder nicht beschlussfähig, weil Vorstände manchmal ihre Stimme einfach nicht wahrnehmen können aus guten Gründen. Und mit so einer Regelung von Vertretungsmöglichkeiten könnte man die Versammlung erleichtern und somit auch die Vorstände persönlich entlasten. Diese Argumente wurden für diese neuen Möglichkeiten genannt. Gleichzeitig gab es auch einige, die dagegen gesprochen haben. Ein Gegenargument war zum Beispiel, dass die Versammlung dann keinen wirklichen Einfluss mehr drauf hat, wer sie vertritt. Und auch die Frage, wer dann die Verantwortung für die Stimme wahrnimmt von einem Stellvertreter. Und ein weiteres Argument war auch, dass ja die zentrale Aufgabe eines Vorstandes die ist, seine Stimme an Versammlungen wahrzunehmen. Genau, jetzt möchte ich euch die vorliegenden Anträge kurz näher erläutern, was da die Unterschiede sind. Der Antrag A, Vorstände benennen Stellvertretung, der sieht vor, dass der Vorstand selber einen Stellvertreter bestimmen kann, der ihn auf einer Versammlung vertritt. Und dieser muss Mitglied der DPSG sein und innerhalb der jeweiligen Untergliederung aktiv sein. Das wäre die erste Variante. Die Delegation muss schriftlich vorliegen und gilt jeweils dann für eine Versammlung. Die Variante B im Unterschied dazu sieht vor, dass dieser Stellvertretung gleichzeitig noch eine Legitimation durch die Versammlung bekommt. Das heißt, der Vorstand schlägt jemanden vor, der ihn auf der nächsten Versammlung vertreten soll. Also hat das Antrags- und Vorschlagsrecht und die Versammlung gibt dann quasi durch seine Stimme ab, ob sie das in Ordnung findet. Und wählt somit die Stellvertretung. Hier ist aber, wie gesagt, ganz wichtig, dass die Vorschläge wirklich nur vor dem Vorstand kommen können. Genau. Weiter diskutiert wurde ein Vorschlag, dass Vorstände Stellvertretungen aus Leitung benennen können, also die Variante A noch etwas eingeschränkt. Dieser Antrag wird nicht gestellt, aber man könnte den Antrag A leicht abändern, wenn ihr das möchtet. Soweit die Einführung. Ich bin gespannt auf eure Fragen. Gut, vielen Dank, Anthony, für die Einführung. Wir merken, dass es, glaube ich, etwas zu schnell ist. Auch wir müssen uns daran noch gewöhnen und versuchen, da langsamer zu werden. Wenn euch nochmal Fragen aufkommen, zu vorherigen benannten Themen trotzdem stellen. Wir versuchen dann einfach am Schluss noch mal eine Runde zu machen und noch mal schauen, ob es sinnvoll ist, dann in die einzelnen Themen noch mal kurz reinzuspringen, um die Fragen auch zu klären. Wichtig ist vor allem, ihr habt ja parallel noch mal das Schriftliche dazu bekommen. Uns ist bewusst, dass ihr das nicht alles jetzt ruckzuck überfliegen und euch reinziehen könnt. Ich glaube, hilfreich ist vor allem, wenn ihr noch mal den Ausführungen dazu hört. Wir versuchen, die Ausführungen sehr, sehr ausführlich zu machen.
und konzentriert euch eher auf das Gehörte und stellt dazu Rückfragen. Das wäre, glaube ich, für den heutigen Abend echt hilfreich. Wir haben eine Frage von Sven aus Rottenburg-Stuttgart. Ist es rechtlich zulässig, also vereinsrechtlich zulässig, dass Vorstände Stellvertreter benennen? Jörg oder Annie möchte von euch etwas dazu sagen? Das ist eine sehr gute Frage und da würde ich gerne weitergeben, weil da weiß ich einfach keine Antwort drauf. Jörg? Einen Moment gerade, zu welcher Frage jetzt? Es gibt die Frage, ob es rechtlich zulässig ist, also vereinsrechtlich zulässig ist, Stellvertreter zu benennen als Vorstand. Prinzipiell kann der Vorstand natürlich quasi per Vollmacht bestimmte Sachen delegieren, aber normale Stellvertreter würde ich sagen eigentlich nein. Genau, dann hätten wir den dritten vom Alex aus Augsburg, nur Mitglieder der Versammlung als Vertretung wählbar? Fragezeichen. Kannst du dazu, also die Frage ist, ob Mitglieder einer Versammlung als Vertretung für den Vorstand gewählt werden können? Das ist so in diesem Antrag nicht festgeschrieben. Auch hier geht es wieder darum, dass die Vertretung Mitglied in der DPSG sein muss und innerhalb der jeweiligen Untergliederung aktiv sein, aber sie muss nicht Mitglied in der Versammlung sein. Gut. Momentan liegen, meines, wenn ich es richtig sehe, keine weiteren Fragen zu dem Punkt drittens Vertretungsmöglichkeiten der Vorstände vor. Und dann würden wir, wenn nicht jetzt noch irgendwie was reinkommt oder jemand Signale gibt, dass er hier noch einen Moment Zeit bräuchte, ich jetzt auf das Thema übergehen. Wir widmen uns der Parität im Vorstandsdienst und da wird die Kerstin ein. Ja, Parität im Vorstand. Moment. So, Parität im Vorstand ist ein Thema, das uns schon länger in der Bundesversammlung begleitet. Wir schon mehrere Anträge dazu hatten und wir den Auftrag hatten, uns explizit um dieses Thema nochmal zu kümmern. Es ist viel diskutiert worden, dass die Parität, die wir momentan haben auf allen Ebenen, also ab Bezirksebene, die sogenannte katholische Parität, ein Mann, eine Frau, ein Kurat oder Kuratin, dass die dazu führt, dass wir mehr Vakanzen haben und Stellen nicht besetzt werden können, weil Kandidaten oder Kandidatinnen das falsche Geschlecht sozusagen haben. Deswegen haben wir uns mit dem Thema noch intensiver beschäftigt und es sind mehrere Varianten diskutiert worden, nämlich ist diskutiert worden, die Parität ist vor allem auf Bezirksebene diskutiert worden bei Wahlpart und auch in den Diskussionen auf Bundesversammlung in den letzten ging es im Wesentlichen darum, dass die Parität auf Bezirksebene die Besetzung von Ämtern verhindert. Mehrere Varianten sind diskutiert worden. Als erste Variante, die wir auch als Antrag vorlegen, ist, dass wir die Parität aufheben würden mit diesem Antrag auf der Bezirksebene und zwar in eine Sollbestimmung verändern. Das ist so, wie es momentan auf Stammesebene ist. Hört ihr mich noch? Kurz ein Break. Also wir lösen das technische Problem. Und Kerstin wird jetzt wahrscheinlich als Björn sprechen. Schauen wir mal, wie das technisch aussieht. Gut, 2 Sekunden noch. Jetzt haben wir es.
So, jetzt haben wir es. Jetzt müsstet ihr mich wieder hören. Tut mir leid, mein Gott will nicht, wie ich will. Parität. Wir haben eine Möglichkeit, die Parität zu verändern, ist, die Parität zu verändern in eine Sollbestimmung. Auf Landesebene ist es bisher schon so, dass da drin in der Satzung steht, dass Parität möglichst ermöglicht werden soll. Das heißt, wenn es möglich ist, soll ein Mann und eine Frau in den Vorstand gewählt werden. Und diese Möglichkeit würden wir auch mit diesem Antrag für die Bezirksebene einführen, nämlich sollen nach Möglichkeit Männer und Frauen im Bezirksvorstand gewählt werden. Also hier eine Sollbestimmung. Die zweite Möglichkeit, die diskutiert wurde und die wir als Antrag vorlegen, ist die Möglichkeit, dass wir sagen, Parität, also das Vorhandensein beider Geschlechter im Vorstand, gilt nur, wenn alle drei Ämter im Vorstand besetzt sind. Das heißt, wenn zwei Ämter nur besetzt sind, dann ist es auch problematisch, dass es zwei Männer oder zwei Frauen sind und dass direkt das Kuratamt besetzt werden müsste. Das heißt, es könnte zwei männliche Vorsitzende geben oder zwei weibliche Vorsitzende und erst wenn dann das dritte Amt besetzt wird, dann müsste zwingend das andere Geschlecht gewählt werden. Außerdem wurde diskutiert eine Variante, die eine Karenzfrist vorsah. Das heißt, das Amt müsste, also es gibt ein Amt, das Amt der Bezirksvorsitzenden, das kann nicht besetzt werden mit einer Frau, dann muss das ein Jahr lang vakant bleiben und dann könnte, wenn dann immer noch keine Kandidatin gefunden wird, könnte das dann mit einem Mann besetzt werden. Diesen Antrag haben wir nicht gestellt, haben uns dagegen entschieden, weil wir glauben, dass das, mehrere andere Probleme aufwirft, als dass es Dinge löst. Und die vierte Möglichkeit ist die Aufhebung der Parität mit einer gleichzeitigen Begrenzung der Amtszeit. Das heißt, der zweite Mann, der auf das Bezirksvorstandsamt gewählt wird, hätte dann nur eine einjährige Amtszeit und nicht die dreijährige, wie sein Kollege unter Umständen. Da haben wir uns auch dagegen entschieden, weil wir diese Ungleichzeitigkeiten und quasi zwei Kategorien von Vorständen hier unglücklich haben. Und auch in Einzelheiten, dass das nicht das Problem einschließt. Deshalb gibt es als Anträge die ersten beiden, Parität der Sollbestimmung sowie auf Stammesebene und die Parität der vollbesetzten Vorstände. Gut, soweit zur Einführung in das Thema Parität in den Vorständen. Dazu gibt es momentan keine Fragen. Und was heißt für uns? So eindeutig gestellt, dass keine Fragen. Wunderbar. Oh, jetzt geht's los. Okay, also ich halle. Wir warten auf, gespannt auf die Eingabe. Sven, gibt's noch eine Frage? Suchen eine Lösung. Jetzt nicht mehr. Okay. Spannend. Wir sollen deutlicher in das Mikro. Die Frage von Sven aus Hamburg-Stuttgart. Viertens, habt ihr euch Gedanken zu der Parität von vergrößerten Vorständen gemacht? Vielleicht können die Würzburger das spezifizieren, wenn ihr nicht so gut hört. Dann könnten wir wissen, wie an welchem Mikro wir schrauben müssen. Während gespannt auf die Frage von Sven Kroll warten. Hört ihr mich so besser? Oh, jetzt geht es gut. Okay, also ich halle. Wir suchen nach einer Lösung. Jetzt nicht mehr. Okay. Die Frage von Sven aus Hamburg-Stuttgart. Viertens, habt ihr euch Gedanken über die Parität von vergrößerten Vorständen gemacht? Dann sind keine weiteren Fragen eingegangen. Wir wissen klar, dass das unter Umständen aufeinander, also dass insgesamt die Strukturwandelanträge sich quasi beeinflussen oder je nach Reihenfolge der Verabschiedung, wenn die verabschiedet würden, so, dass die Einfluss aufeinander haben, dann muss man die Sachen entsprechend anpassen. Deswegen, wir haben es aber jetzt nicht für alle Anträge durchgespielt. Bei den Lösungen der Vorstände sind wir ja bei einem Kuratenamt geblieben, aber haben nicht konkrete Paritätsbestimmungen schon reingefasst. Das müsste man sich dann nochmal angucken. Aber momentan wäre das nicht für jeden gemacht. Lautet die Kurzantwort nein.
Okay. Dann sind keine weiteren Fragen eingegangen. Und wir widmen uns dem nächsten Thema. Das da lautet, der Ortung der Ausbildung, auch dazu wird Kerstin eingehen. Auch die Verordnung der Ausbildung ist ein Thema, das immer wieder diskutiert wird in der Bundesversammlung. Also die Frage, wer entscheidet eigentlich für den Bereich Ausbildung? Momentan ist es so, dass die Kompetenz für Veränderungen im Ausbildungskonzept für alle Bereiche in der Bundesleitung liegt. Und das wird immer wieder mal diskutiert. Also die Frage, ist Ausbildung eigentlich so ein zentrales Thema, dass es ein eigener Fachbereich sein soll? Momentan wurde das immer als Querschnittsthema gesehen, das eben in der Bundesleitung liegt, wo eben auch die verschiedenen Kompetenzen zusammenkommen, auch die verschiedenen Stufen zusammenkommen. Wir haben mehrere Anträge ja eben auch so diskutiert und vorliegen tun wir den Antrag, dass wir einen eigenen Fachbereich Ausbildung, allerdings für Modulausbildung, das ist hier in der Übersicht nicht ganz konkret, einen eigenen Fachbereich für Modulausbildung einführen. Das würde bedeuten, es gibt einen Fachbereich wie den Fachbereich Behindertenarbeit, Ökologie oder internationale Gerechtigkeit. Das heißt, Delegierte werden auf allen Ebenen gewählt. Es können Fachreferenten für Ausbildung, für Modulausbildung berufen werden, die dann auch das gleiche Stimmrecht haben wie die anderen Fachbereiche. Auch, ihr seht, auch da gibt es Wechselwirkungen zwischen den Anträgen, weil das Stimmrecht für Fachbereiche gleich noch kommt. Ausbildung als eigener Fachbereich für die Modulausbildung. Warum betonen wir hier das Wort Modulausbildung? Neben der Modulausbildung gibt es ja noch die Hochbett-Kursausbildung, die stufenspezifisch läuft. Und da würden wir sehen, dass die prinzipiell in den Leitungen und dann auch in den Konferenzen bleibt, der verschiedenen Stufen. Und in unserer Wahrnehmung ist es auch im Wesentlichen diskutiert worden für den Bereich der Modulausbildung. Also wenn wir da was verändern, dass wir dann eben hier das nicht mehr als Bundesleitung verändern würden, sondern der Fachbereich, das heißt die entsprechende Konferenz mit dem entsprechenden Fachreferenten, den Delegierten, würde dieses Thema entscheiden. Die zweite Möglichkeit, die hier als Antrag vorliegen ist, die auch schon mehrfach diskutiert wurde, nämlich die komplette Verantwortung für Modulausbildung in die Bundesversammlung zu legen. Das würde bedeuten, dass bei allen Veränderungen in dem Konzeptteil Modulausbildung, also Ausbildung für Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter, Einstieg und Module, so heißt es, als auch zur Ausbildung von Ausbildern für die Modulausbildung. Diese beiden Konzepte würden dann in der Verantwortung der Bundesversammlung liegen. Würde bedeuten, dass jede Änderung, die in der Bundesversammlung diskutieren würden und abstimmen würden und die Bundesleitung das nicht mehr entscheiden würde. Wir haben auch diskutiert bei Wildcard, die Verantwortung für alle Ausbildungen in die Bundesversammlung zu legen, haben uns aber dagegen entschieden, weil wir glauben, dass die Stufenbereiche auch bei den Stufen bleiben sollten und deswegen, und das auch unsere Wahrnehmung war, dass es eigentlich bei den Diskussionen immer um die Modulausbildung geht. Genau. Deswegen die beiden Anträge, eigener Fachbereich oder die Verantwortung für die Bundesversammlung. Aus unserer Sicht waren das die zwei Dinge, die ernsthaft diskutiert wurden und durchaus auch länger diskutiert wurden und die zwei Möglichkeiten sind, wie man Ausbildung neu oder anders verorten kann, wenn man das möchte. Soweit vielleicht zu anfangen. Gut, vielen Dank dafür. Es gibt gleich zwei Fragen. Die erste ist aus Würzburg von der DL. Was ist mit der privaten Ausbildung? Sollte dann auch in den Fachbereich Ausbildung? Die Kuratenausbildung haben wir momentan dann nicht mitgedacht und explizit die Modulausbildung, das heißt wirklich nur die zwei Konzepte 1 und 2. Alle anderen würden momentan bei der Bundesleitung liegen. Natürlich könnte man aber mit Änderungsanträgen hier auch noch weitere Konzeptteile da hineinlegen. Vom Alex aus Augsburg kommt die zweite Frage zu dem Thema. Wird dadurch die Verantwortung für die Durchführung der Modulausbildung von den Vorstandsaufgaben in die DL oder in die DV gelegt? Die Verantwortung für die Durchführung von Ausbildung wird überhaupt nicht berührt von diesem Antrag. Hier geht es nur quasi um die Entscheidung, das heißt um Konzeptveränderung. Also zum Beispiel die Konzeptveränderung, die wir ja jetzt auch vorhaben, da haben wir euch ja vor zwei Wochen einen Brief geschrieben.
Ich hoffe, ihr hört mich alle, auch wenn ihr mich gerade nicht seht. Das soll uns aber nicht daran hindern, einfach weiterzumachen. Na, wie der Dominik gerade einführend schon gesagt hat, ist das Stimmrecht der Fachbereiche schon auch seit mehreren Jahren immer wieder ein Thema in der Bundesversammlung und die Frage danach, wie gehen wir damit um. Auch da ist ja erstmal festzuhalten, dass bei der Frage nach Prinzipien, die der Satzung zugrunde liegen, die AG Strukturwandel und auch an vielen anderen Stellen schon andere Leute festgehalten haben, dass unsere Satzung da nicht richtig sauber ist derzeit und es bisher ja das Modell ist, dass die Fachreferentinnen und Fachreferenten der in der Satzung beschriebenen Fachbereiche, also Behindertenarbeit, Ökologie und internationale Gerechtigkeit in der jeweiligen Leitung Stimmrecht haben, auf der Versammlung aber nicht. Bei den Delegierten der jeweiligen Fachbereiche ist es auch so, dass sie auf den Versammlungen, für die sie delegiert werden, beratendes Stimmrecht haben, aber nicht selbst. In der Wiper-Diskussion gab es mehrere Varianten, die da vorgestellt worden sind. Jetzt aber auch nach Auswertung des Ganzen und Beratung nochmal mit der Bundesleitung wurde es dafür entschieden, zwei Anträge zu stellen. Das eine ist das volle Stimmrecht für Fachreferentinnen und Fachreferenten. Das heißt, die Fachreferentinnen und Fachreferenten haben sowohl in der jeweiligen Leitung als auch in der Versammlung Stimmrecht, aber auch volles Stimmrecht für Fachbereichsdelegierte. Das heißt, die würden nicht mehr als beratende Mitglieder auf eine Versammlung kommen, sondern als stimmberechtigte Mitglieder. Und das wäre eine Änderung in dem Fall, würde sie aber zu den Referenten gleichstellen und würde auch das Stimmrecht der jeweiligen Referenten gleich machen. Dabei, gerade auch schon eingeführt, ist ja nur für die drei in der Satzung geschriebenen Fachbereiche vorgesehen. Das heißt, die weiteren Fachreferenten, die in der Satzung auch vorgesehen sind, die ein Vorstand berufen kann, nicht betroffen. Variante B ist quasi der Vorschlag in die andere Richtung, das anzupassen und da wieder eine Stringenz herzuführen. Das heißt, Fachreferentinnen und Fachreferenten würden auch in ihrer Diözesan- oder Bezirks- oder Bundesleitung das beratende Stimmrecht erhalten, aber kein Stimmrecht, um auch abstimmen zu können. Genau. Das sind die beiden Varianten, zwischen denen wir uns da bewegen und quasi die beiden Extreme, die aber vor allem dazu dienen, dass da eine Stringenz zwischen den unterschiedlichen Gremien auch vorhanden ist und klar ist, welches Recht man jeweils hat. Vielen Dank. Das ist ja eine spannende Frage. Auch die ist ja eher historisch begründet und wie es gewachsen ist. Und da wurde den Fachbereichen damals zwei Stimmen zugestanden und nicht vier. Was sich damals die Geber der Satzung dabei gedacht haben, ist leider nicht mehr nachzuvollziehen. Aber genau, es ist da drin begründet, dass sie auch erst wesentlich später dazugekommen sind als die Stufendelegierten und dann zwei Delegierte halt festgelegt worden sind. Eigentlich nicht befriedigend, aber dass es so ist, stand. Ja. Wenn man das ändern wollen würde, wäre da auch die Möglichkeit vorhanden. Genau. Ja, Alex aus Uhr.
Sekunde. Er fragt zu 26, wir reden nur über Versammlungen. Oder, Björn? Das ist so nicht ganz richtig. Das ist so nicht ganz richtig. In Antrag A reden wir quasi nur über Veränderung für die Versammlung. Antrag B sieht keine Veränderung in der Versammlung vor, sondern nur in der jeweiligen Leitung. Weil bisher haben die Fachreferenten ja Stimmrecht in den Leitungen, also der Fachreferent Behindertenarbeit hat in der Bundesleitung volles Stimmrecht. Würden wir bei Antrag B positiv beschließen, hätte er danach in der Leitung nur beratendes Stimmrecht, genauso wie er es jetzt auch in der Bundesversammlung hat. Das heißt, wir reden da durchaus über verschiedene Gremien, die jeweils davon betroffen wären. Bei Antrag A wären Änderungen in den Versammlungen die Konsequenz, bei B wären Veränderungen in der Leitung die Konsequenz. Okay, die Frage. Gut, den siebten Thema. Und zwar ist das Mitgliederbeteiligung. Da ist der Daniel. Daniel, führ doch mal ein, was soll beantragt werden? Ja. Hört er mich? Ja. Ja. Die Geschichte der Mitgliederbeteiligung in der DPSG ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Nein. Das Problem ist, wir hatten vor einigen Jahren eine recht starke Bewegung mit der Mitgliederinitiative. Unglücklicherweise wurde diese Mitgliederinitiative in der Art und Weise so nie durchgeführt. Vielleicht waren die Quoren zu hoch, vielleicht waren das Verfahren an sich zu aufwendig. Fakt ist, dass es diese Mitgliederinitiative so nie gegeben hat. Wenn ich mich an die Bundesversammlungen 2014 auch und 2013 erinnere, glaube ich, dass wir uns da im Verband wesentlich mehr trauen können. In eine ähnliche Richtung gab es Diskussionen auf Wipart und das Ergebnis sind zum einen die folgenden Anträge A und B. Da ging es darum, einfach Mitgliederbeteiligung direkt zu ermöglichen, dass wir nicht erst ein Quorum brauchen, nur damit sich jemand mit einem Thema befasst, sondern dass wir direkt einfach Initiativen von Mitgliedern aufnehmen und die in unseren Gremien beraten. Das ist also eine sehr direkte Form, zumindest gehört zu werden und die eigenen Themen in den Verband einzubringen. Wir haben uns dann entschieden, zum einen die Möglichkeit der Petitionsbeauftragten aufzugreifen, also eine Person zu haben, die sich wirklich nur um die Anliegen der Mitglieder kümmert und diese auch so anwaltlich vertritt. Die Alternative war damals in Weipart gewesen, noch einen Petitionsausschuss zu gründen. Da glauben wir einfach, dass der Ressourcenaufwand doch sehr hoch ist. Aber die Idee war auch, vielleicht auch im Sinne der ökonomischen Ressourcenhaltung, nicht ein neues Gremium zu schaffen, keine neuen Personen zu wählen, aber die Aufgabe mitzunehmen und diese Aufgabe dann der jeweiligen Leitung zu übertragen auf den jeweiligen Ebenen, dass also die Leitung die Gesamtaufgabe zusätzlich hat, sich um Petitionen zu kümmern und sich mit diesen zu befassen. Genau. Das sind also die beiden Varianten. In der Variante 1 gibt es eine extra Person dafür und in der Variante 2, also in der Variante C, die neu ist, gibt es keine Personen, aber das Anliegen wird auf die jeweilige Leitung übertragen. Was den
was dabei bleibt, ist zum einen die Tatsache, dass es für jedes Mitglied, das davon betroffen ist, also das, sprich, ich kann natürlich nur eine Petition an meine Diözesanleitung schicken, nicht an die Diözesanleitung vom Nachbar-Diözesanverband, aber ich kann die genauso auch an die Bundesleitung direkt eine Petition einreichen und dann würde die Bundesleitung diese Petition bearbeiten und sich mit dem Thema in einer Form befassen und es würde eine Rückmeldung dazu geben. Die andere Geschichte, was man in dem Zusammenhang natürlich auch jeweils machen würde, wäre die Mitgliederinitiative in ihrer bisherigen Form dann abzuschaffen. Deswegen auch die Neufassung der Ziffer 123. Gut, vielen Dank, Daniel. Die erste Frage ist tatsächlich schon da. Der Stefan aus dem Multibank fragt, wie wird denn diese Person bestimmt? Ja, also die Frage, wie wird denn in der Leitung... Ja, also die Frage, wie diese Person bestimmt wird. Ich denke, dass in der Leitung üblicherweise solche Leute nicht gewählt werden, sondern dass wir die ähnlich wie auch den Beauftragten für Internationales oder so, dass wir da analog vorschlagen würden, analog vorzugehen, um die Person durch den Vorstand zu berufen. Das entspricht einfach eher in dem Moment dem Charakter des Gremiums der Leitung. Es wäre dann komisch, wenn in der Leitung außer dem Vorstand ein einzelner Beauftragter sitzen würde, der im Gegensatz zu allen anderen gewählt würde. Das ist, glaube ich, auch dann die nächste Frage gewesen. Ne? Sollte aber damit auch genau sein. Dann hat der Alex aus Mainz gefragt, wie wird aus einer Petition ein Antrag der jeweiligen Versammlung? Dann der Alex aus Mainz fragt, wie wird aus einer Petition ein Antrag zur jeweiligen Versammlung? Also zu dem Thema Antragsrecht hatten wir in Köln an der Bundesversammlung schon mal ein Thema und da haben wir ja auch ein kleines Pilotprojekt in Bamberg gemacht und festgestellt, dass das Problem oft ist, dass es eben nicht die fertigen Anträge gibt, die von den Mitgliedern kommen, sondern dass es eben die Anliegen in ihrer ganz, ja, oft auch in ihrer unkonkreten Form sind, die da bearbeitet werden sollen. Ich denke, das Wichtige ist, dass man über so ein Anliegen redet. Und dann kann da natürlich auch bei rumkommen, dass zum Beispiel die Leitung einen Antrag stellt oder dass einfach der zuständige Diözesanvorstand einen Antrag an die Bundesversammlung stellt oder der Bezirk das macht. Ich denke, dass wir ja jetzt schon die Möglichkeit haben, dass jeder Stamm Anträge bis an die Bundesversammlung stellen kann. Das ist, glaube ich, ausreichend. Gut, vielen Dank für den Moment. Es sind keine weiteren Fragen für den Nachweis. Der Björn korrigiert mich gerade. Ich habe jetzt, glaube ich, was durcheinander gehauen mit den Leitungen. Die Petition. Jetzt muss ich gerade selber nochmal reinschauen. Daniel schaut gerade nochmal kurz rein. Ja, ja, aber mit dem Petitionsbeauftragten. Also es ist wirklich so, dass das Petitions, genau, das wir ja gesagt, das, genau, das tut mir jetzt echt leid. Wir haben ja eben gesagt, der Petitionsbeauftragte ist, entweder ist es eine Aufgabe der Leitung oder ist es ein Petitionsbeauftragter, der nicht Teil der Leitung ist, genau. Und dann wird er natürlich gewählt. Also die Argumentation stimmt, wenn es ein Teil der Leitung wäre, würde er nicht gewählt, aber weil es eben kein Teil der Leitung ist, wird er natürlich dann gewählt und hat dann beratende Stimme an der Versammlung, so steht es ja auch im Antrag. Deswegen steht da bei 64, zum Beispiel bei 64 oder bei 45, dass die Aufgaben der Versammlung ist die Wahl der entsprechenden Beauftragten. Insofern war ich einfach gerade, habe ich die beiden Varianten durcheinander gebracht. Sorry. Ich weiß nicht, Alex, ist deine Frage damit beantwortet, wie aus der Petition ein Antrag wird? Also entweder ein Stamm stellt oder... Vielen Dank, Daniel. Soweit sollten die Fragen jetzt geklärt werden, außer es kommen jetzt noch welche auf. Das scheint bisher nicht der Fall zu sein. Der Stefan meldet zurück. Es ist so verständlich, wie es zuletzt ausgeführt wurde.
Und damit würden wir weitergehen zu dem achten Thema. Ja, wie der Mitgliederentscheid thematisiert werden. Und ich würde gerade, Björn, wird ein Ich erzähle etwas dazu. Der Mitgliederentscheid ist gar keine ganz neue Idee, sondern wurde auch damals schon diskutiert, als die Mitgliederinitiative eingeführt wurde. Die ist euch wahrscheinlich allen ein Begriff und ist derzeit das Instrument, das unsere Satzung vorsieht zur direkten Beteiligung von Mitgliedern auf den unterschiedlichen Ebenen unseres Verbandes und die Möglichkeit bietet, darüber, also dass ich eine gewisse Anzahl an Befürwortern für ein Thema hinter mir sammeln und die dafür eine Unterschrift leisten und dadurch das Antragsrecht auf einer übergeordneten Versammlung erhalte. Zum Beispiel auch Bundesversammlung, Diözesanversammlung oder Bezirksversammlung. Unserer Kenntnis nach hat das leider noch nicht stattgefunden. Vor allem aber auch ist es jetzt mittlerweile ein bisschen obsolet geführt, da seit 2013 ja jede Versammlung an eine ihr übergestellten Versammlung Anträge stellen kann. Das heißt, eine Stammesversammlung kann auch jetzt schon an die Bundesversammlung einen Antrag stellen, wenn sie diesen beschließt. Genau. Da ist jetzt die Frage, wie können wir es schaffen, die DPSG dahin zu verändern, dass mehr Mitgliederbeteiligung und vielleicht auch die Einflussnahme von Mitgliedern am Gesamtverband bzw. an den einzelnen Untergliederungen besser und stärker möglich ist. Und da ist halt die Idee zu sagen, es gibt den Mitgliederentscheid, also ähnlich wie ein Volksentscheid, was manche von euch vielleicht aus ihrem eigenen Bundesland auch kennen, möglich zu machen. Der Mitgliederentscheid sieht da vor, dass er unterschiedliche Themen befassen kann, die erstmal grundsätzlich die Themen sind, die jeweiligen Konferenzen oder Versammlungen verabschieden können. Ausgeschlossen vom Mitgliederentscheid werden natürlich Sachen, die den Verband schädigen und für einen Ausschluss reichen würden, ebenso wie alle Fragen, die sich um Personal im weitesten Sinne drehen, das heißt alle Wahlen zu Ausschüssen, Rechtsträgern oder auch zum Vorstand sind ausgeschlossen. Gleiches gilt auch für die Entlastung des Vorstandes. Auch die würde unter den Punkt Personalfragen fallen. Dann sind zusätzlich derzeit ausgeschlossen im vorliegenden Antrag alle Finanzfragen, weil das ja gerade in den Diözesen und auch im Bundesamt auch gar nicht in der Hoheit mehr der Versammlung liegt, sondern die Versammlung, dass dadurch, dass sie einen eigenen rechten Vermögensträger gegründet hat, dahin ausgegliedert ist und somit da auch nur schlecht möglich ist, sondern die Versammlung da nur Empfehlungen aussprechen könnte, aber so ein Mitgliederentscheid auch klar mit Ja oder Nein beantwortet werden muss. Genau. Jetzt ist die Frage, wie kann man so einen Mitgliederentscheid machen und was ist da aus unserer Sicht eine gute Variante? Die ist ziemlich ausführlich beschrieben, das könnt ihr auch nachher vorlesen. In Kürze zusammengefasst können sich drei Menschen aus unserem Verband zusammenschließen und sagen, wir haben ein Thema, das ist wichtig für den Verband und wir wollen, dass sich unser Verband dazu so oder so positioniert oder da und da ändert. Dann stellen diese drei Personen den Antrag an den jeweiligen Vorstand der zuständigen Ebene. Das heißt, wenn es ein Begehr ist, was für den ganzen Bundesverband gilt, müsste die Initiative beim Bundesvorstand gestellt werden. Wenn es nur den Diözesanverband oder den Bezirk betrifft, dann bei dem jeweiligen Vorstand der Ebene. Genau. Die würden dann, also der Vorstand der jeweiligen Ebene, wird einmal prüfen, ob die formalen Kriterien eingehalten sind, die laut Verfahrensordnung vorgesehen sind und daraufhin eine Plattform zur Verfügung stellen, so steht es da derzeit, auf der die Mitglieder über diesen Entscheid abstimmen können, um dann am Ende festzustellen, hat sich eine Mehrheit dafür ausgesprochen oder nicht. Die Mehrheit, die wir da gerade zugrunde gelegt haben, steigen, die Prozentsätze sinken, umso höher die Ebene des Verbandes ist, auf der der Mitgliederentscheid gestellt wurde.
Das hat so zwei Gründe. Zum einen soll es immer eine gewisse Relevanz für die Ebene geben. Das heißt, es sollen irgendwie nur 5 oder 6 Leute sein, die dafür stimmen. Aber trotzdem soll es auch gerade bei einem Thema, was auf Bundesebene ist, eine realistische Chance haben, dass das Thema auch möglichst, dass man mit der Entscheidung auch erfolgreich sein kann und nicht, weil da irgendwie 30% der Mitglieder zustimmen müssten, wenn wir davon ausgehen, dass wir 75.000 in Namen gemeldete Mitglieder haben und davon müsste knapp ein Drittel zustimmen, wäre das eine ziemlich aufwendige Aktion, die auch alle erstmal darauf aufmerksam zu machen. Darum, da ist der Wunsch da, dass möglichst realistisch, aber trotzdem mit einer gewissen Relevanz noch für den Verband zu ermöglichen. Genau. Und dann ist auch noch zusätzlich eingeführt als letztes, was wir sonst von anderen Themen und Anträgen, die unsere Versammlung beschließen, nicht so kennen, eine Sperrfrist. Die heißt, wenn etwas durch einen Mitgliederentscheid beschlossen wurde, dann hat die Versammlung da erstmal die Finger von wegzulassen und das nicht, weil das den Versammlungsmitgliedern vielleicht nicht gefällt, schon beim nächsten Mal direkt zu ändern. Genau. Soweit zur Einführung. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen. Ansonsten gerne nachfragen. Vielen Dank für die Darstellung. Dem erscheint das Thema soweit klar zu sein, zumindest in der Form, wie es dargestellt werden wird. Und wir widmen uns dem neunten Thema, das da lautet Jugenddelikte, auch etwas, was wir so bisher nicht praktizieren oder nicht kennen. Da wird die Jenny einführen. Genau. Hier zuallererst möchte ich euch darauf hinweisen, dass zwischen dem Antrag der Jugenddelegierten und den anderen Anträgen, die ihr bisher gehört habt, der große Unterschied darin besteht, dass der Antrag zu den Jugenddelegierten kein Satzungsänderungsantrag werden wird, sondern ein Prüfantrag. Für alle von euch, die bei WIPAD mitdiskutiert haben, werden sicherlich feststellen, dass da keine Diskussion zu den Jugenddelegierten bisher stattgefunden hat. Grundsätzlich ist es so, zu den Hintergründen zu sagen, dass bei der letzten Bundesversammlung deutlich gemacht wurde, dass das Thema Jugenddelegierte der Versammlung wichtig ist. Allerdings hat die AG Strukturwandel festgestellt, dass es nicht so einfach ist, hier einfach direkt einen Satzungsänderungsantrag draus zu machen, weil hier einfach noch ganz viele Aspekte bedacht werden müssen im Vorfeld. Es gibt hier unglaublich viele Fragen und ist für die DPSG ein komplett neues Thema. Und deswegen haben wir das ganz bewusst aus den WIPAD-Diskussionen rausgelassen, wo es um Satzungsänderungen ging. Und die Zeitung wird dazu an der Bundesversammlung einen Prüfantrag stellen. Hier soll es darum gehen, dass nochmal geprüft werden soll, inwiefern die Jugenddelegierte für die DPSG eine Möglichkeit der Partizipation darstellt. Und dazu soll eine Arbeitsgruppe eingerichtet werden mit neuen Leuten, die sich damit beschäftigen, die sich damit auseinandersetzen und Lösungen finden. Diese Arbeitsgruppe soll Handlungsempfehlungen ausarbeiten und diese bis zur 81. Bundesversammlung, also nächstes Jahr, dann der Bundesversammlung vorstellen. Den Zeitraum von diesem Prüfauftrag ist bewusst kurz gehalten, um einfach schnell erste Ergebnisse zu haben und zu schauen, wie es dann mit dem Thema Jugenddelegierte weitergeht. Soweit eine kurze Einführung. Wir sind sehr, sehr gut in der Zeit. Von dem her bestünde jetzt noch mal die Möglichkeit, auch Fragen zu formulieren zu einem der neuen Themen. Wir könnten dann durchaus noch mal etwas springen und auf einzelne noch mal eingehen, wenn es da den Bedarf gibt. Jetzt gibt es eine Frage von Alex aus Mainz. Gibt es Erfahrungen in anderen Verbänden? Ich nehme an, du meinst in Bezug auf Jugenddelegierte.
Kannst du etwas dazu sagen? Genau, im Detail haben wir uns als AG Strukturwandel damit noch nicht beschäftigt. Allerdings haben andere Verbände in anderen Ländern, zum Beispiel in der Schweiz, Erfahrungen bereits mit Jugenddelegierten gemacht, wo man durchaus schauen kann, wie weit passt das für uns. Aber das sind eben gerade diese vielen offenen Fragen, die noch existieren, wo man sich ausführlich mal beschäftigen muss. Was bedeutet das für die DPSG? Wie könnte das aussehen? Das wäre einfach noch ein längerer Prozess, um da wirklich Antworten zu bekommen. Wie eben vorgestellt, diese Anträge stellen, ohne dass das gleichzeitig eine inhaltliche Positionierung der Bundesleitung ist, sondern es aufgrund des Prozesses werden diese Anträge so gestellt werden und dann kann, um die Möglichkeit zu schaffen, die zu diskutieren. Ihr als Mitglieder der Bundesversammlung seid natürlich frei, auch darüber hinaus Anträge zu diesen Themen zu stellen. Ihr bekommt soweit alle Anträge. Am Montag geht der erste Versand raus. Da sind dann soweit alle drin und auch die liegen in der OnCloud. Habt ihr heute Abend ja schon zugänglich auch bekommen. Und darüber hinaus auch nochmal die Hintergrundinformationen aus der Wildcard-Diskussion und auch die Möglichkeiten, die so nicht gestellt werden. Das bietet euch natürlich nochmal die Möglichkeit, jetzt im Vorfeld da sich intensiv mit zu beschäftigen und einfach auch vielleicht in euren Leitungen und in den verschiedenen Gremien da nochmal Rücksprache zu halten, sodass wir auch der Bundesversammlung diese Themen gut diskutieren können und da zu guten Entscheidungen kommen. Die Wildcard-Diskussion grundsätzlich auch noch online zugänglich, das heißt, auch da kann man nochmal Diskussionsstränge, Verläufe nachverfolgen und dann hoffen wir so, dass das zumindest erstmal hilfreich war. Wenn Fragen bestehen, die Bundesleitung. Ich muss mein Mikro anmachen, damit man es hört. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Parallel dazu möchte ich gerne schon mal die Möglichkeit eröffnen, in den Chat auch dafür zu nutzen, eine Rückmeldung zum Tool zu geben. Einfach kurz vielleicht reintippen, dies und jenes war schwierig oder irgendwie was euch vielleicht auch besonders gut daran gefallen hat. Wir haben das ja, wie gesagt, so zum ersten Mal ausprobiert. Und bräuchten da nochmal Rückmeldungen, ist das hilfreich, vielleicht auch für weitere Themen. Genau, da sind wir über jegliche Rückmeldung dankbar. Gerne einfach den Chat nutzen oder gerne auch im Nachgang etwas schreiben, per E-Mail, wie auch immer. Ich glaube, die Kommunikationswege stehen alle offen, sind euch soweit bekannt. Und wir haben jetzt 21.11 Uhr.
immer noch die Möglichkeit, wir nehmen uns gerne noch die Zeit, weitere Fragen zu beantworten. Das scheint tatsächlich der Fall zu sein. Dann bleibt mir einfach noch die Möglichkeit, euch spannende Diskussionen in euren Diözesanverbänden, in euren Leitungsgremien, in den Stufen zu wünschen. Also prinzipiell haben wir ja schon gesagt, dass die Bundesleitung diese Anträge stellt, damit die Themen diskutiert werden. Die Bundesleitung wird sich auch zu den einzelnen Anträgen positionieren. Das machen wir noch. Da sind wir gerade dabei, das auch miteinander zu diskutieren. Wir werden unter Umständen auch noch auf Änderungsanträge eingehen, die auch aufnehmen. Das wird sicherlich unterschiedlich sein bei den Themen, weil da auch die Bundesleitung sich einfach auch noch positionieren muss. Also das kann man nicht pauschal beantworten, Alex, sondern prinzipiell gibt es die Möglichkeit, Änderungsanträge zu stellen, und es wird sicherlich auch Änderungen geben, die Bundesleitung aufnehmen wird, aber das kann man gerade nicht ganz pauschal beantworten. Also an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Herzlich? Auch nicht. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Ich persönlich kann sagen, es hat mir jede Menge Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir können das gerne wiederholen, in anderen Bezügen auch. Und wir werden das, also die AG wird das jetzt entsprechend auswerten, und dann schauen wir einfach weiter. In diesem Sinne, einen wunderschönen guten Abend und bis zum nächsten Mal. Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Webinar mit der Bundesversammlung. Ich wünsche euch was.
Hallo, hört mich schon wer? Ja, ich höre dich. Oh. Wann, ob ich Echo habe. Keine Ahnung. Ah, irgendwas ist da noch nicht richtig. Es war eben besser. Hört uns der Rest denn auch oder sind wir jetzt nur zu zweit hier quasi?
Bundestag. Mikrofon verwenden? Mikrofon verwenden? Klick mal auf. Mikrofon verwenden? Nee. Nein, nein, nein! Sag ja, mal. Mikrofon verwenden. Ja, teilnehmen. Zulassen. Du musst Namen nennen. Mikrofon eine verwenden. Aussage, du. Das ist sehr unspezifisch. Ja, wer hat das Mikrofon? Ich.